Ob Viehzucht oder Landwirtschaft, in den Vereinigten Staaten tut sich was. Artgerecht und direkt vom Acker, das ist Trend in Buffalo im Osten der USA. Nullnussbauer bringt Bürger und Bauern zusammen. Entwickelt hat er das Konzept in seiner Garage. Eine Idee mit Mehrwert für eine ganze Region. Buffalo, New York. Das Rathaus. Wahrzeichen einer Stadt im Wandel. Fast 300.000 Menschen leben hier im Westen des Staates New York. Mitten in der Stadt werden jetzt kleinste Flächen zur Verfügung gestellt und von den Bürgern genutzt, um Salat oder Gemüse zu ziehen. Zwischen Autos und Straßen wird's immer grüner in der Metropole. Angefangen hat alles hier. Vor etwa 9 Jahren hat Noel Nussbaumer eine Idee. Er will die Landwirte der Region mit Bürgern und Küchenchefs zusammenbringen. Statt Produkte aus dem Supermarkt sollen die in der Region einkaufen und so die Region stärken. Das Ganze nennt er Buffalo Rising, also aufstrebendes Buffalo. Landwirte und Restaurants haben sich immer mehr entfremdet und die Landwirte hatten es richtig schwer, ihre Produkte zu verkaufen. Es ging mir darum, die Brücken zwischen Stadt und den Farmern wieder aufzubauen. Das größte Hindernis dabei war, die Menschen davon zu überzeugen, dass Buffalo ein Comeback gelingen kann. Ein Comeback, das mit ganz kleinen Schritten beginnt. Brent Shea ist Chef des Restaurants Aroma in Buffalo. Bislang hat er alles vom Großhändler liefern lassen. Doch als Chef mit italienischen Wurzeln war ihm das nicht frisch genug. Bis Noel Nussbaumer den Kontakt zu einem Bauernhof herstellt. Kochen wie in Italien und das in Buffalo? Mit reifem Gemüse, frisch vom Acker statt Massenware? Irgendwie wurde mir bewusst, dass das falsch war, dass wir ein besseres Liefersystem brauchen. Wir brauchten mehr Frische und wir müssen die lokale Wirtschaft stärken. Dafür fährt er regelmäßig etwa eine Stunde raus aufs Land. Hier draußen liegt die Owls Farm, ein Familienbetrieb. Hier bekommt Brent Shea, was er für seine Gerichte braucht. Für ihn ist dieser Kontakt ein Glücksgriff. Onions. Diese Zwiebeln, sie sind einfach köstlich. Wir benutzen die für Suppen und Soßen. Sie sind eine gute Grundlage. Daniel Owls hat die Zusammenarbeit einen richtigen Schub gegeben. Wir schätzen ihn sehr, er ist ganz besonders. Und er ist nicht der Einzige geblieben. Für Dan Owls bedeutet das, er kann jetzt ganz anders planen und anbauen, ist mit Leib und Seele dabei. Das ist mein Büro. Jeden Tag kann ich die Schönheit der Natur genießen. Ich mag es, in Harmonie mit der Natur zu sein. Über die Jahre habe ich gelernt, dass ich nicht gegen sie kämpfen kann. Das ist mit ein Grund, warum wir eine große Vielfalt an Obst und Gemüse anbauen können. Also egal, wie das Wetter wird, einiges gedeiht, anderes tut sich schwer. Am Ende gleicht sich das aus. Jetzt in der Hauptsaison sind es immer 12-Stunden-Tage. Zusammen mit seinem Sohn Ben und seiner Frau Jane bringen sie heute die Rübensetzlinge in die Erde. In gute Erde, denn nach gutem Boden hat sein Vater vor über 50 Jahren gesucht. Das Familienunternehmen expandiert dank der neuen Kundschaft nicht nur in der Fläche. Sie stellen schließlich ihre Anbautechnik komplett um, verzichten auf chemische Dünger oder Spritzmittel. Die Biozertifizierung ist für sie nur ein Dokument. Andere möchten den Papierkram, also eine Biozertifizierung durch einen Dritten. Das ist nicht unser Ding. Wir setzen auf totale Offenheit. Unsere Kunden kommen, schauen und sehen, wie wir anbauen. Das ist unser Zertifikat, dass sie glücklich sind. Das ist unser Ziel. Wir benutzen keine Chemikalien, das ist kein Problem für uns. Wir haben uns anders entschieden. Wir haben Glück mit unserer Farm. Wir sind umgeben von Wald, deshalb haben wir eine natürliche Schranke gegen die Kunstdünger, die mit Flugzeugen versprüht werden. Das ist eine Herausforderung für uns, denn die Chemikalien können sich ja über die Luft verteilen. Wir haben Glück, dass wir geschützt sind.
Um den Boden nicht auszulaugen, liegt immer im Wechsel ein Feld brach. Und Unkraut stört nicht weiter. Im Gegenteil, man nutzt es zur Schädlingsbekämpfung. Wir lernen immer noch dazu, wie wir alles optimieren oder besser werden können. So gelingt es uns immer besser, das Unkraut zu beseitigen oder Krankheiten natürlich zu bekämpfen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass Chemikalien oder Sprays unser Problem lösen. Das ist die größte Herausforderung. Alles gedeiht jetzt, es hat gedauert, doch die Veränderung war gut für uns. Ortswechsel. Wir sind auf dem Hof eines Geflügel- und Viehzüchters. Auch für Brian Jelek haben die Kunden der Großstadt einiges in Bewegung gebracht. Um die Nachfrage bedienen zu können, musste er sich etwas einfallen lassen. Für seine Geflügelzucht hat er ein eigenes System entwickelt, will ökologisch und wirtschaftlich arbeiten. Mit riesigen transportablen Käfigen. Die baut er selbst. Und die werden täglich verlegt. Auch er hat bis vor wenigen Jahren konventionell gezüchtet. Wir haben umgestellt, weil wir die Genetik kontrollieren wollen. So lassen wir zum Beispiel auch die Ferkel länger bei den Säuen. Wir denken, dass es denen so besser geht. Und es ist auch schön, wenn man die Ferkel zusammen mit ihren Müttern sieht. Das tut ihnen gut und kommt ihrer Herdenmentalität entgegen. Bei ihm haben es nicht nur die Schweine gut. Auch die Rinder haben richtig viel Platz. Das Resultat ist hervorragendes Fleisch für die Restaurants der Region. Seine Tiere leben nicht nur in Harmonie miteinander, sondern auch in Harmonie mit der Natur. Und er profitiert von diesem Zusammenwirken. Hier kann man sehen, da wo die Hühner gegrast haben, gibt es viel Klee. Und Klee ist wirklich gut für das Rindvieh, die Schweine und auch für die Hühner. Hühner sind wirklich gut, wenn Klee wachsen soll. Und um die Felder natürlich zu düngen. Alles wirkt gut zusammen. Viel Arbeit, kein Urlaub. Doch er will für seine Familie und seine Kunden, genau wie die Owls, nur Gutes auf dem Teller. Und auch er braucht dafür kein Zertifikat. Artgerecht zu arbeiten, ein gutes Produkt zu erzeugen, das entschädigt ihn für die Entbehrungen. Wir haben dazu gewonnen, weil wir es genau so machen. Und ist das nun wirklich alles teurer als vom Lieferanten? Brian Shear hat nachgerechnet. Tatsächlich ist es günstiger für uns, wenn wir Gemüse und Fleisch bei den Landwirten der Region kaufen, ohne Pestizide. Das hat zwei Gründe. Erstens, die Zeit, die wir alles lagern können, ist ein Drittel länger, als wenn wir konventionelle Produkte kaufen. Das bedeutet, wir müssen auch weniger nachbestellen. Und eben wegen ihrer Anbau- und Zuchtmethoden ist es letztendlich billiger als die Produkte aus dem kommerziellen Handel. Wieder eine Stunde zurück ins Restaurant. Kiste Nummer 2. Inzwischen können er und sein Team sogar mitbestimmen, was auf der Farm angebaut wird. Wir konnten mit ihnen zusammensitzen und dann gingen wir durch ihren Katalog mit den Saaten und wir konnten auswählen, was wir wollten, dass sie im nächsten Jahr machen werden. Und da wurde es richtig spannend. Wir wussten, die bauen für uns Artischocken an, Erbsen, Bohnen. Wir konnten sogar sagen, in welcher Größe wir das brauchen. So konnten wir zusammen mit den Landwirten unseren Speiseplan anpassen. Frisch, regional und saisonal. Ein Konzept, das aufgeht und das immer mehr Nachahmer findet. Nicht nur in der Region um Buffalo ist das Trend. Die Ostküstenstaaten und viele Großstädte haben Null-Nussbaumers-Initiative übernommen. Statt die Konzerne will man so die heimische Wirtschaft stärken. Das zieht Kreise, das ist das Wichtigste.
Denn wenn man nur Essen kauft, das importiert wird, dann schmeißt man Geld zum Fenster raus, statt es in der Region zu lassen. Der Gesundheitszustand in den Staaten, das ist eine traurige Angelegenheit. Aber es gibt ja dieses Umdenken, gesünder zu leben. Das Hotel Henry, gerade eröffnet und schon Kooperationspartner bei Buffalo Rising. Und Daniel Oles hat wieder einen neuen Kunden bekommen. Der historische Bau ist für 100 Millionen renoviert worden und wird jetzt mit einem innovativen Konzept geführt. Auch deshalb ist Küchenchef Alex Armstrong von San Francisco in den Nordosten der USA gewechselt. Nicht nur er schätzt die Zusammenarbeit mit dem Landwirt. He knows he can rely on us. Er kann sich auf uns verlassen und wir bekommen von ihm das Frischeste. Ihre Köche musste sie nicht lange überzeugen. Zu wissen, wo und wie alles erzeugt wird, schafft ein ganz anderes Bewusstsein. Es ist eine Bewegung und das ist ansteckend. Mehr noch. Es fordert einen, aber das macht Spaß. Und außerdem hat er jetzt viel weniger Abfall. Zurück in die Küche des Restaurants Aroma, wo man die längste Erfahrung mit der Bewegung hat. Für den einstigen Pionier gibt es kein Zurück mehr. Ich glaube an diese Nanowirtschaft, diese Zusammenarbeit im Kleinen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Darauf bin ich total stolz und ich bin überzeugt, dass uns das weiterbringt, dass wir es besser machen. Und er hat noch mehr vor, will in Deutschland auch Dortmund für die Idee gewinnen, denn das ist die Partnerstadt von Buffalo.